So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar haben wir wieder neue Sorten von 4 Bro. Das hat sich ja so eingebürgert, eingegliedert. Das geht nicht mehr aus der Köppe raus, ne? Wir waren letztens unterwegs. Ich habe 4 Bro getestet. Und zwar diesen Bubblegum Ice Tea, den Limone, den anderen, den ich habe keine Ahnung mehr. Das waren auf jeden Fall drei oder vier Sorten? Ich glaube, drei Sorten. Und dann habe ich gesagt, eine Sorte habe ich nicht. Vielleicht gibt es noch eine mehr. Zuschauer haben mir geschrieben, nein, es gibt sogar zwei mehr. Und zwar gibt es noch den Schoko-Koko-Eistee von 4 Bro. Den haben die beim letzten Mal nicht gehabt. Jetzt war ich im Rewe und habe gesehen, in dem Regal, wo die Lücke war, wo der eigentlich drin stand, stand auf einmal wieder Schoko. Koko Schoko. Also habe ich mir natürlich den Koko Schoko Eistee mitgenommen. Pupsi hat gesagt, das hat ihr so gut geschmeckt, alles, vor allem der Bubblegum, dass sie direkt auf der 4 Bro Seite nochmal bestellen wollte. Hat sich also eine Packung 4 Bro Bubblegum nochmal gegönnt. Und was seht ihr jetzt hier? Der Unterschied. Die aus dem Rewe, die haben so eine komische Form und oben so Nippel drauf. Und die von der 4 Bro Seite direkt sehen aus wie Capital Bra Tee und sind so anders gemacht. Vielleicht haben die gedacht, was Capital Bra kann, können wir auch. Wir packen das jetzt einfach so da rein. Aber das ist noch nicht alles, denn auf der 4 Bro Seite gab es auch den Pfirsich. Und das haben mir die Zuschauer geschrieben, dass der wohl gar nicht im Rewe da war, aber es den auch noch gibt. Pfirsich. Und wenn wir schon einmal Pfirsich bestellt haben, gibt es ja auch noch eine ganz brandneue Sorte, und zwar Honigmelone. Honigmelone haben wir also jetzt auch. Aber wenn das noch nicht reicht, weil wir total bekloppt sind, packen wir noch was drauf, und zwar 4 Bro Chill Mint, ne? Keine Ahnung, was das ist. Plus 4 Bro Energy. Wir haben also im 4 Bro Shop bestellt. Nachdem ihr das eigentlich überall bekommt, gibt es jetzt hier 4 Bro für die ganze Familie. 4 Bro Schoko Kok. Schoko Schoko, ne, Koko Schoko, mein Gott. Dann der Honigmelone, der Peach, der Bubblegum, aber der ist für Pupsi, wie gesagt. Chill Mint und Energy. Das wollen wir jetzt alles mal probieren. Ich werde also zuerst mal den Peach. Wir machen mal den Peach auf, weil der Peach, das ist Pfirsich, der hat als letztes gefehlt. Wir öffnen den mal kurz, probieren ganz fix Pfirsich. Den musst du auch jetzt nicht aufreißen, der ist gleich hier eingenippelt, dass du da direkt draus saufen kannst. Pfirsich wird so wie Limone sein, wird sicherlich wieder nach diesem Krümel-Eistee schmecken. Ja, der Krümel-Eistee irgendwie, nee, nicht Krümel-Eistee, der Capital Bra hat irgendwie nach Krümel-Eistee geschmeckt. Während der 4 Bro trinkt lieber 4 Bro als Capital Bra Tee, eher wie dieser Lipton-Eistee Limone geschmeckt hat. Schmeckt also auch nicht extrem besonders, aber schmeckt trotzdem wie ein stabiler Pfirsich-Eistee. Kann man also mal mitnehmen. Bubblegum werde ich jetzt nicht testen, haben wir ja schon getestet, ist Pupsi ihrer, muss ich zulassen. Wir haben Honigmelone als nächstes. Ich muss mich beeilen. Ich sehe, der Akku ist gleich zu Ende. Ich habe den dritten reingemacht. Die anderen zwei waren leer und der ist irgendwie auch leer. Der ist aber noch voll. 4 Bro Honigmelone. Alter. Der ist richtig heftig. Ich glaube, wenn Pupsi Bubblegum am besten findet, habe ich für mich jetzt Honigmelone entdeckt. Es gibt bei dem Capital Bra Tee zum Beispiel auch Wassermelone und alle sagen, Wassermelone schmeckt am besten. Ich fand, Wassermelone hat überhaupt gar nicht nach Melone geschmeckt. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Aber Honigmelone, Wassermelone, nichts. Honigmelone ist der Boss. Ich sag's euch nochmal so, wie es ist. Wassermelone schmeckt ja eigentlich auch nach nichts. Halt einfach nur im Prinzip so ein bisschen wie nach Wasser, ne? Wie schmeckt Wasser? Genau. Hallo Adi, was geht ab? Und das ist Honigmelone. Ich finde, der zusammen mit Bubblegum, die haben auf jeden Fall eine richtig spezielle Note, sehen auch richtig super aus. Dieses Rosane, dieses Goldene. Vergesst also Pfirsich, vergesst Zitrone, sonst was. Da gibt es genügend Alternativen. Wenn ihr aber mal einen wirklich exquisiten Geschmack haben wollt, gönnt euch mal Bubblegum und gönnt euch Honigmelone. Wir haben aber noch den alten Rustikalen hier, nämlich Coco Schoko.
Kokoseistee mit Schokolade. Was war da denn los? Den machen wir jetzt auch mal auf. Ja, der riecht schon nach Raffaello. Sowas hat der Capital Bra auch nicht erfunden. Wir probieren mal den aus diesem komischen Gazongel. Während die anderen dich richtig mit Geschmack überfluten und richtig dick vom Geschmack sind, ist der irgendwie sehr lieblich, aber mit einer leichten karibischen Kokosbrise hinterher, was durch das Schokoladige nochmal ein bisschen muffig abgedünnt wird. Keine Ahnung, was ich hier rede. Schmeckt aber wunderbar, also kann ich auch nicht meckern. Ich muss, ihr seht, 4Bro sponsert mich jetzt, deswegen muss ich 4Bro Videos machen. Nein, aber wer gern Kokoswasser trinkt, ich weiß, Kokoswasser ist sehr beliebt bei vielen Leuten. Gönnt euch mal diesen 4Bro Kokos Eistee Coco Schoko. Finde ich auch genial, mir schmeckt trotzdem aber der Honigmelone noch ein bisschen besser, weil der einfach viel kräftiger ist und ordentlich reinhaut. Irgendwie so künstlich und nach Konservierungsstoffen. Trotzdem 4Bro, richtig coole Firma mit dem Logo dabei und dem Bamfists, wieder falsch rum. Hier, hey Bro, hier der Bro-Code für deine Bro-Points, Code FryRubbeln und in der Bro-App eingeben, Bro, Bro, Bro. Was ist aber Chill Mint? Chill Mint ist auch Energy. Chill Mint Energy, kohlensäurehaltiges, aromatisiertes Erfrischungsgetränk mit Koffein, Taurin und Vitamin, Mojito-Geschmack, erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. 32 Milligramm pro 100 Milliliter sind 0,032. Nicht mit Alkohol mischen. Okay. Pasteurisiert an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort lagern. Am besten also in euer Magen. Der ist nämlich trocken und kühl und dunkel, ne? Trocken vielleicht nicht. Wir machen das mal auf. Mojito mag ich eigentlich gar nicht. Ist gar nichts für mich. Finde ich richtig pervers, ekelhaft. Damals noch vom Werbelinsee, Mojito hin und her, sonst was. Erst Chito, dann Chito. Ihr wisst Bescheid. Riecht auf jeden Fall schon, wie als wäre dir in irgendein Unkrautbeet reingefallen. Also für Mojito, Mojito-Liebhaber sicherlich geeignet, aber... Hey, ist ja 4Bro. Das heißt, es schmeckt besser, als man denkt. Ihr kennt Mentos. Es gibt Mentos Mint, die blauen. Und dann gibt es Mentos Spearmint. Und Spearmint war für mich immer meine Lieblingssorte von Mentos. Die blauen waren einfach nur scharf. Die Spearmint, die haben so einen richtig geilen Geschmack gehabt. Aber auch minzig dabei. Und das schmeckt original wie Mentos Spearmint. Und damit nicht so ranzig wie normaler Mojito, den man sonst so kennt von irgendwelchen Cocktails. Deswegen mischt das nicht mit Alkohol. Trinkt euer Mentos Spearmint jetzt aus der Dose. Und eine Dose haben wir auch noch hier, nämlich den normalen 4Bro Energy. Den werden wir natürlich auch noch aufmachen und testen. Dann habe ich das ganze Wochenende wieder zu saufen. Der riecht auf jeden Fall wie ganz normaler Energy. Da steht dasselbe drauf, außer dass da kein Unkraut drin ist. Also da könnt ihr aber wahrscheinlich auch Booster trinken oder so. Ist wahrscheinlich günstiger. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel das gekostet hat. Ja, 4Bro Energy, also ein ganz normal typischer Energy-Geschmack. Ist, wenn man 4Bro-Fan ist, natürlich cool, wenn man sagt, ich trinke meinen 4Bro Energy, Bro. Und was trinkst du? Muss man aber nicht. Bevor ihr da 4Bro Energy kauft, könnt ihr auch eure normalen Energy-Drinks trinken. Die Red Bull-Familie, die Rockstar-Familie, die Monster-Familie. Ich so der Booster-Boy, ne? Also, Energy gibt's genug Alternativen, Pfirsich gibt's genug Alternativen, Lemon gibt's genug Alternativen, aber Bubblegum, einmalig, probiert wirklich mal den 4Bro Bubblegum, probiert den 4Bro Coco Schoko, wer ein bisschen auf Karibik steht, für mich mein Highlight, der 4Bro Honey Melon und wer gerne Mentos Spearmint trinkt, 4Bro Chill Mint. Hätte da einfach 4Bro Mojito drauf gestanden, hätte ich den wahrscheinlich gar nicht gekauft, aber 4Bro Chill Mint auf jeden Fall
Gute Sache. Von dem Energy muss ich meine Mutter jetzt nicht probieren lassen. Die weiß ja, wie Energy schmeckt. Deswegen hau ich den jetzt einfach weg. Zack. Da das nämlich ein schönes 4Bro-Video sein soll, muss ich darauf verzichten, hier eine Dose 500 Dosenbier am Ende zu trinken. Ich habe nämlich gerade keine mehr da. Aber Pupsi hat das heute alles mitgebracht. Wir wollen das trinken. Deswegen trinke ich zum Abschluss einfach den 4Bro Energy. Dann geht es mir wieder richtig gut. Mir zieht sich jetzt schon der Magen zusammen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Oder kommt der Schaum wieder hoch? Lässt sich auf jeden Fall besser trinken als das 500 Dosen Bier. Euch ist danach nicht so schlecht. Obwohl euch auch schlecht ist, aber trotzdem, das war's. Aus. Hadouken!